Ja, das war mein letztes Super Nintendo Spiel und damit herzlich willkommen zu Harvest Moon auf dem Super Nintendo. Ich hatte dann auch noch diverse Spiele von der Harvest Moon Reihe, aber das einzige, was ich wirklich durchgezockt habe, war der Teil hier. Und keine Ahnung, die anderen haben irgendwie nicht so gezogen. Ja. Friends of Mineral Town, ich habe den Gamecube-Teil, den Game Boy Advance-Teil, wo man den dann auch mit verbinden konnte. Und ja, Vater Oberkratz ab, du musst dahin, wir gehen hier eine Farm retten. Enough said. Okay, der Vorbesitzer hieß wohl Joey. Hallo, du bist derjenige, der hier auf der Farm arbeitet. Wie heißt du? Vier Buchstaben. Oh Gott, wie nennen wir uns denn mit vier Buchstaben? Carl? Nein. Ich sag mal, damals hatte ich immer... den Namen hier benutzt. Ich weiß nicht, was meint ihr denn, wie wir uns nennen können hier mit vier Buchstaben? Das ist natürlich auch extrem hart für ein Spiel, was so spät rauskam, dass du nur so wenig Buchstaben zur Verfügung hast. Hans, in dem Spiel gibt es keinen Flammenwerfer, also eher nicht. Hans, genau, oder Lenk, Lenk, Lunk, Lunk. Ich glaube, ich bleib bei Fox. Das ist nicht ganz so, naja. Strange. Fox McCloud, ja genau. Es war nämlich auch, gib deinen Namen ein. Vier Buchstaben, wie, was? Also, Star Fox. Fox. Fox, ich bin der örtliche Warenhändler. Jeden Abend komme ich vorbei und hole die Waren aus der Sammelbox ab. Schön, dich kennenzulernen. Rede mit den Leuten im Dorf. Sie werden dir mit Sicherheit weiterhelfen. Ich muss mal gucken, wo ich das Heft mit der Anleitung habe. Ich habe dann eigentlich auch die ganzen Geburtstage notiert von den Mädels und was die gerne haben. Wenn wir uns da unsere Braut einfangen. Der erinnert mich so an den alten Sack von Link to the Past. Die Waifu-Suche beginnt. Sei gegrüßt, ich bin ein wandernder Händler. Leider habe ich im Moment nichts anzubieten. Wenn du etwas verkaufen willst, kannst du jederzeit vorbeischauen. Und wolle Flasche kaufen? Der Wahrsagerin bewahrheiten sich meistens so wie die Wetterhervorsage. Ja, genau.
Nee, junger Mann. Weiß ich wohl nicht so recht, wo du anfangen sollst. Mach dich zunächst mit den Werkzeugen vertraut. Das Buch im Schuppen wird dir helfen. Die Floristin erzählt dir etwas über Blumen. Der Fährhändler weist dich in die Kunst der Viehhaltung ein. Düm, düm, dü, 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 dü. Hey Farmer, sorg für ausreichend Weideland, damit deine Hühner und Kühe immer lecker Futter haben. Ich habe noch einige Grassamen übrig. Ich bringe sie in deinen Schuppen. Komm bitte zur Theke, wenn du Hühner oder Kühe kaufen möchtest. Ein Graben Davidstern an der Wand. Würde mich wundern, wenn Nintendo religiöse Symboliken zulässt in Spielen. Das hat ja immer für massive Probleme immer gesorgt. Erb hat sie. Bist du der neue Großgrundbesitzer? Ich heiße Ann. Wir werden uns sicher gut verstehen. Ist die, die ich mir geschnappt habe. Ich fand's einfach cool, dass ihr verdammter Kirschkuchen explodiert ist. Die Werkzeuge liegen im Schuppen. Mit dem A-Knopf kannst du sie aufnehmen. Drücke den Y-Knopf, um sie einzusetzen. Ah ja, genau, hier kann man das Tagebuch von der Kleinen lesen. Zu gucken, wie sehr sie einen gern hat. Ich schwöre einmal hier. Willkommen. Diesen Kuchen kannst du entweder essen oder verschenken. Er kostet nur 500 G. Nope. Verflixt. Scheinst nicht zu wissen, wie gut dieser Kuchen ist. Oh, die Mucke, ey. Hallo, du solltest jeden Tag tüchtig essen und immer bei Kräften bleiben. Ja, vielleicht hat sie große Pokebälle. Okay. Die Kneipe ist heute geschlossen. Außer sonntags haben wir jeden Tag geöffnet. Saufen, Junge! Hallo, woher kommst du? Du kriegst das mit der Farm ganz alleine hin. Ohne deine Eltern. Großartig. Deine Eltern müssen großes Vertrauen in dich haben. Guten Tag. Wie geht's? Ich bin hier der Bürgermeister. Nett, dich kennenzulernen. Im Schuppen findest du einige Werkzeuge, die noch von deinem Großvater stammen. Da liegt auch ein Buch herum, das ihre Anwendung erklärt. Vor allem, ich find's so lustig, dass sich einfach mal jeder besser auf meiner Farm auskennt als ich. Ja, das Leben ist hart, aber da müssen wir durch. Ich habe eine Tochter. Sie müsste in der Kirche sein. Musst du den Zettel lesen? So, frische Zellenkur. Ab in die Heilquelle. Sei gegrüßt. Wie geht es dir, mein Sohn? Ich bin der Priester dieser Kirche. Rede mit allen Leuten im Dorf. Sie wissen viel zu berichten. Versäume auch nicht, die Schilder zu lesen. Ich habe eine verstopfte Nase.
Ich habe dich noch nie hier gesehen. Gehört dir die große Farm? Mein Name ist Maria. Endlich ein neues Gesicht in der Gegend. Lesen? So, haben wir uns jetzt soweit alle eingefangen? Nee, ist die Blumenhändlerin noch. Willkommen! Hallo, junger Farmer! Ich habe hier ein nützliches Utensil, wenn du Gemüse anbauen willst. Eine nagelneue Gießkanne. Fülle sie mit Wasser aus dem Teich. Ich bringe sie in den Schuppen. Da konnte man, glaube ich, auch nur zwei Werkzeuge ausrüsten, wenn ich mich da recht entsinne. Willkommen, mein Name ist Nina. Der Samen muss zur richtigen Jahreszeit ausgesät werden, sonst keimt er nicht. Gehst du zurück zur Farm? Ja. Gut, ich nehme mich mit. Ich will auch bald Waren verkaufen. Hoffentlich erreichen wir beide unsere Ziele. Feuer! Irgendwie 5 Meter hier muss mit dem LKW gefahren werden. Ich gehe zu Bett. Gute Nacht. Warum? Dienstag, 2. Frühling. Hallo, hier die aktuelle Wettervorhersage. Morgen wird es sonnig und angenehm warm. Ein Bachhundegehe soll immer alles am falschen Tag pflanzen. Kämpfe auf dem Nachttisch. Hey, bin ich weg? Oh, du bist der Farmer, von dem alle reden. Würdest du dich um den kleinen Hund kümmern? Ich darf kein Haustier halten. Bitte sorge gut für ihn. Wie nennen wir den Hund, Leute? Gib dem Hund einen Namen. Oh, der 4 Buchstaben. Wie nennen wir unseren Fifi? Na? Doku, weil Doppel-G nicht passt. Ja, ich hatte ihn eigentlich immer Max genannt, weil so typischer Hundename. Vielen Dank, du hast ein neues Haus. Doku, pass gut auf dich auf. Oh, hallo. Ich bin Ellen. Nett, dich kennenzulernen. Ja. So, das ist Land für den Anbau des Hauses. Benötigt Material 250 Stück. Erstmal lostigern und uns irgendwas zum Anbau holen, dass wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kohle an den Start bekommen. Also die Hühnerstatue konnte man mit irgendeiner Hammerverbesserung zerdeppern. Quatsch, der Laden ist hier oben. Dip, 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 dip. Material ist aber eine tolle Werkstoffbezeichnung. Material!
können einen von denen kaufen und einmal Rüben. Nee, nur einmal Kartoffeln. Okay. Verstehe. Was? Verstehe, armer Bauer. Jetzt haben wir Mittag, so wie es aussieht. Mal gucken, ob meine super. Ja gut, das müssen wir machen, wenn wir hier durch sind. Ein paar Kröten haben wir gefunden. Dann machen wir hier das Gras hin. Gras. Oh, hier direkt vor. Ja, das war schlecht. Oh mein. Wow, Kraftbaumbeere direkt am Anfang. Oh, nice. Die nimmt man doch gerne mit. Jetzt haben wir, glaube ich, 10 Ausdauer mehr. Oh, da darfst du hin. Zisch ab. So, dann machen wir da die Tüften hin. Hier die Kanne voll machen. Heute nicht zu verkaufen. Ja, heute nicht zu verkaufen. Ja, müssen wir voll machen. Gab es ja nicht irgendwo einen See, wo wir das Ding rein. Ja, genau hier. Vor allem, wie schnell hier die Tage auch rum sind in dem Game. Jetzt haben wir, glaube ich, halbe Energie weg. So, aber schnell pennen gehen, weil wenn wir umfallen, dann ja. Gehen wir mit dem Doggo kuscheln im Bett. Ich weiß gar nicht, geht das? Nee. Doggo darf nicht mit ins Bett. Ah ne, wir müssen hier. Okay. Ein Stadio kannst du doch, glaube ich, sogar durchmachen, oder? Ist bei dem Game hier nicht möglich, wenn ich mich da recht entsinne. Cheep, cheep. Mit 2 Euro kippst du um, ja, ich habe auch Stardew jetzt, glaube ich, über ein Jahr nicht mehr gespielt. Cool.
Ja, da ich in Stadio halt im ersten Jahr habe ich geheiratet, im Herbst. Und ich glaube, Ende des Jahres hatte ich sogar meine erste Million voll bei Stadio Valley. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und irgendwie war das dann so, ja. Ach, du bist der Neuankömmling. Ein echter Farmer. Recht ungewöhnlich für so einen jungen Burschen. Was? Du bist der Hüter der großen Farm? Bin gespannt, was du schaffen wirst. Ihr jungen Männer seid heutzutage so fleißig. Oh, geh mal ein bisschen Nebeneinkommen schmarotzern. Ja gut, im ersten Jahr jetzt noch nicht ganz, aber ich sag mal, die Metal Farmer Videos, die sind ja bei mir im Hatte ich Bock zu Ordner. Und ja, da sieht man ja nachher meine Hightech Farm, wo ja wirklich jeder Flecken bedeckt ist. Einzige, was ich verpeilt hatte, war ins Gewächshaus Erdbeeren reinzubügeln. Ich glaube, Erdbeeren waren es. Was im Gewächshaus so der ultimative Output gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage hier ein Monat hatte. War das 30? Muss ich die Grasseeds gießen? Nee. Nee, 40 glaube ich nicht, dass es das waren. 30 oder 31, wenn. Aber ich frage halt auch so, was sind das hier für fucking Mammutbäume, die hier rumstehen? Ist klar. Ah, ich glaube, hierbei kippt man sogar noch nicht mal um. Ich glaube, hier freest jetzt die Zeit ein oder sowas. Ich glaube, hier ging es nicht weiter, bis du wirklich geschlafen hast. Wie nennen wir das Pferd? Pferdo? Nom. Epona ohne A. Epon. Ich hatte es damals Foxy genannt, als er auch so rotbraun ist. Eona. Ich wundere, wenn ich immer mal so mache, weil die Kamera steht teilweise im Bild. Ich glaube, drei von denen konnte man holen. Oder klassisch Gaul. Nee. Es soll schon nice sein. Twunk. Ich glaube, drei Stück konnte man holen.
auch so Powers. Ich glaube, 96 kannte ich noch keine Austin Powers. Ich glaube, da war auch der Film noch nicht wirklich erschienen. Vor allem Foxy war ja auch im dritten Teil. Und Felicity Schickfick ist definitiv zu lang von Gaul. Oder im guten Sergeant Rumpel was dazu lassen. Babdani ist leider auch etwas länger. Von seinem Pferderoman. Anya und Babdani. So, hopp, hopp, Beeilung. Mein Traum muss da rein. Schön die Trauben vom Berg gemopst. Ah, zwei kann ich holen. Ein Ding von denen kann ich eigentlich auch schon direkt platt machen. Weil sonst komme ich ja an das mittlere nachher nicht mehr dran zum Gießen. Brr. Muss ich auf der Farm sein, bis ich die Kohle bekomme? Akuter aktueller Besitz. 50G. Es geht ja nicht kaputt, es wächst ja nach und nach. Bitte, also kannst du die Box nicht für den nächsten Tag so richtig voll rammeln. Ich nehme nur frische Sachen. RIP. Aber ich weiß gar nicht, hier bringt, glaube ich, heiraten überhaupt nichts, außer dass dir deine Frau, ich glaube, noch einmal was zu essen gibt am Tag oder so. Was der Futter hochbufft. Aber sonst? Das bringt wirklich sonst nichts in dem Spiel. Kinder kriegen kannst du ja auch. Aber die bringen, glaube ich, auch nichts. Du kannst ja Kleinkind haben, ich glaube, rumlaufen kannst du, aber dann wird es auch nicht größer. Und nach 3 Jahren ist das Spiel hier rum. Da kommt dann halt wirklich Abspannen, das war es, nichts mit. Du kannst jetzt noch entsprechend weitermachen. Mittag. Mit einem Enge Steak. Eins reicht dafür nicht. Jetzt können wir da eins von wegfitschen. Ah,
Ach ja, baut man ja eigentlich eh nur noch Cs an, weil man dann diesen Rasensprenger hat, der um einen rum alles gießt, so. Die Aggist holen. Kann weiter anfangen, wieder hier Gerümpel wegzuarbeiten. Ich glaube, die großen Steine kriegen wir noch nicht weg. Da ist der Hammer, glaube ich, noch nicht mächtig genug dafür. Ja, hier oben an dem Blumenbeet sieht man halt, wie viele man von den Früchten halt hat, die einem mehr Ausdauer geben. Ach ja, man darf nicht bewegen, sonst geht der Counter wieder weg auf dem Holzblock. Sonst schlägt man sich tot, also Finger weg vom Steuerkreuz, wenn man auf dem Ding rumtackert. Sonst wundert man sich, dieses verdammte Axt, warum geht das Ding nicht kaputt? Bob. Stumpf, ha, du hast zugeguckt. Wähler, ha, was? Aber ich will immer ins Bett marschieren, weil den anderen Spielen da immer das Bett anklicken musst. Ja, am Haus hier vergeht auch die Zeit nicht. Nom, nom, nom. Sonntag, 6. Frühling. Er stumpf sich dann heilt. Ach so. Elbadge, Elbadge. Der blöde Stumpf. Ist das etwa der Stumpf des Mana-Baums? Aber wenn er keinen Mana hat, dann kann er sich auch nicht heilen. Da oben gibt es ja noch die Heilquelle, bei der tickt dann die Ausdauer wieder hoch, aber die ist halt eher so, oh ja. Muss man nicht haben. Ich glaube, jede Transition zwischen den Bildschirms hat halt auch immer Zeit gekostet. Ich meine trotzdem, dass man sich drei holen konnte. Oder waren das im Herbst die Pilze? Ach, ich weiß es nicht mehr. Nom 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 nom. Nichts geschafft, aber mit der Fressen. Das haben wir gern. Tja, wie im echten Leben hier. Schlimm, schlimm. Der Brunnen hier ist halt auch nur reiner Deko-Grund. Gulle, 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 gulle. Da ist das Ding wieder voll. Thank you.
Aber der Baum hier, der konnte vom Blitz getroffen werden, dann war da irgendwie eine Höhle drunter oder sowas. Und irgendwo war noch ein kaputter, abgedeckter Brunnen oder sowas. Muss man hier im Bett sein, bevor es dunkel wird, dann wird man morgens früher wach. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob man hier bei Blackoutete oder ob er dann einfach nur so bupp umfällt und wieder aufsteht. Ja, genau, hier fällt er einfach nur immer stumpf um, wenn er leer geschafft ist. Prinzipiell könnten wir jetzt hoch zur Heilquelle gehen und in die Heilquelle reinschmeißen. Und Bauer geht down. In die Heilquelle reinschmeißen, könnten hier komplett sämtliche Holzstümpe über Nacht wegtackern und ja. Wenn man das denn möchte. Nicht irgendwo hier ein, da war es ein Stadio, wo das Ding war, dass ich das jetzt durcheinander werfe. Weil ich meine, er wäre auch irgendwas, was bei einem Sturm dann irgendwie zugänglich wurde. Aber es waren halt wirklich hier die Bäume, dass sie dann umknicken oder so. Ah ne, doch, hier ist er. Da kann man dann auch irgendwie runterklettern oder so. Rip, ah ja, hier haben wir dann auch noch den Hühnerstall. Und hier haben wir den Kuhstall. Ich glaube, mehr als 6 Kühe hatte ich auch nie. Weil irgendwann kannst du dich einfach nicht mehr um alles kümmern in dem Game hier. Hab ich gegossen?